Und zurück in Melbourne. Ja, willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Frontschweine. Ja, wir hatten 7 Orden und wir dürfen die jetzt schön verteilen und ich habe mir noch keinen Kopf gemacht. Ich weiß nicht, was er später lernt, da ich ihn noch nie weiter ausgerüstet habe. Auf jeden Fall gebe ich den ein. Den ein. Und ihn ein. Ja, du wirst auch nächstes Mal keinen bekommen. Genau, so. Damit starten wir jetzt auch direkt mal in die nächste Mission. Und nicht in die nächste Emission, weil Emissionen sind doof. Solltet ihr erkennen und so. Und ich muss noch mal gerade was im Background machen. So. Da bin ich wieder. Oh nein, das war einer der dümmsten Level. Ja. Wir sind unten in einem Bunker und die stehen da oben alle schön. Speki, bin ich das? Ja. Da drüben sind sie. Pop. Und der hat auch schon 90, da der einer auf Level 2 ist. So, was können wir jetzt? Wir können eine Splittergranate. Wir haben zweimal TNT und wir haben Kamikaze. Ich weiß, dass man hier zu der Kiste hinkam, wenn man sich hier genau so einen Weg durchgedingselt hat, genau. Den man nur mit einem Ingenieur, nenne ich sie jetzt immer. Super. Achso, oh. So, ich muss wieder da lang zurück. Nein, nicht Hawking-Granate. Es wäre eher so optimal. Ich werfe eine Granate da hoch. Wenn ich die da überhaupt hochbekomme. Naja, ich sehe den Demon, der ist schon wieder kaputt lachen. Haha, er bekommt die nicht hoch. Schade, ja. Ich bekomme ihn wirklich nicht hoch. Ja, lauf ganz weit weg bis zum Ende der Map, genau. Da, wo man dich überhaupt nicht sieht, weil du sowieso ein Scout bist und dich tarnen kannst. Schluck. Alles klar? Okay. Komm ich da niemals hin. Aber ich habe ja gerade keine andere Wahl mit ihm. Zurück in die Steinzeit, Spinner! Ja. Einer der gemeinsten Waffen. Aber ich kann damit nicht umgehen. Uns hilft. Alarm noch ziemlich weit voll. Und wir haben einen Medizinpfeil, das heißt, wir können Granaten und also Bomben werfen, die uns heilen, und aber auch schießen, also uns heilen. Schießen. Klingt zwar doof, ist aber so. So, ändern wir mal den Winkel. Schießen wir mal noch ein bisschen höher. Bang! Du bist tot! Mit einer einfachen Pistgranate treffe ich natürlich da oben. Fleischgranate! Die Waffe ist verdammt stark, wenn man damit umgehen kann. Ja, man sieht's. Wie bitte? So, was hast du noch? Also ich versuche jetzt hier erstmal ein auszuschalten.
Und wir dann später mit den mit den Sprengstofftypen da so einen Weg rüber zu basteln irgendwo. Ich kann das. Wow, sogar getroffen. Das dürften selbst die verstehen. Ja, have fun. Wie bitte? Den kann ich aber auch so treffen, das ist noch gut. Ich dachte, den treffe ich so nicht. Den treffe ich so auch nicht. Kann ich darum wetten. Ich kann es ja mal versuchen. Und das wackelt so automatisch von alleine, weil wir halt ein Scharfschützengewehr haben. Sie im Visier was? Ja. Oh. Hat er gerade gerülpst? Was geht? Er muss hier doch was explodiert, das weiß ich noch. Ich hab's doch noch gesehen. So, wo ist das hier? So, an der Seite vom Haus. So, das war's mir jetzt wert. Wer steht da in der Mitte so alleine? Und vorwärts! Mitten in der Mitte? Sicher, Schätzchen. So, ich nehme jetzt hier mal ein Medikit. Und werde Ferb dann folgen. Nein, Quatsch, werde ich gar nicht. Ich werde... Wen folge ich denn da? Divi, genau. So. Ich weiß, dass auf der anderen Seite noch einer war. Aber hier oben war ja auch noch einer, der schon fast tot war. Und jetzt kommt halt der Vorteil, wenn man sich da einmal rüber sprengt. Man kann erstens den hier jetzt vernichten mit einem. Bumm. Und mit ganz viel Glück vernichten wir sogar den zweiten. Bumm. Das kann man sich hier oben schön hinstellen und ist selbst geschützt. Der ist down und der andere fliegt durchs Minenfeld. Ach, nur ein Kratzer. Gut so. Den Rest schaffst du auch. Okay, dann hat's unten nicht gereicht. Aber der untere hat nur noch 30 und steht ein bisschen doof jetzt. In eure Haut möchte ich nicht stecken. Ein Feldarzt, jo. Alter, geh doch mal, wenn du Spaß dran hast. Ach ja? So, wo ist der? Was hat er noch? 30. Boom! Weiter so. So. Die Schwächlinge können einpacken. Yay! Da 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 da. Ich hab vergessen, mir die Uhr zu stellen. So. Zu weit, glaube ich. Ja, aber bin ich doch Pazifist. Naja. Halt unauffällig, so eine Kiste. Specky, bin ich das? Wow. Hat sogar geklappt, das Blindlaufen. Was nicht mal in... Nein. Ah, verdrückt. Mist.
habe das Gefühl, das wird schmerzhaft für Divi. Das hat doch keinen Stil. Alles klar? Oh Mann, das tat bestimmt weh. Okay, so. Ich verfolge einen Plan, der wie folgt aussieht. Der auf sehr, sehr viel Glück basiert. So. Ich werde da eine Mine platzieren, werde mir meinen TNT schnappen und versuchen, ihn mit dem TNT auf die Mine zu schießen, damit er dann weiter zum Minenfeld fliegt. Quer über die Map. Uns hilft. Nicht getroffen. Haben wir noch irgendwas, was halbwegs kaputt ist? Ach ja, den sieht man ja nicht, weil der ja. Ich weiß ja, warum man vorhin das Leben bei den einen nicht gesehen hat. Das war ja ein Scout und die sieht man ja nicht. Stimmt ja. Schlecht sei ich. Yay. Ausgezeichnet. Wir werden Ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen. Muss ich mir Sorgen machen, dass mein Heiler die meisten Kills hier macht? Ich glaube schon. So. Ja, versteckt euch nur. Und wieder quer über die Map. Und trifft wieder nicht. So. Also, Kimme, Korn, und dann? Zu kurz. Ja, verschwendeter Zug. Wenn du diese Schlacht gewinnst, erwartet dich eine Konfetti-Party. Macht euch bereit, Beefy Boys. So, jetzt habe ich das richtige Werkzeug ausgewählt. Ich würde mich nur mal interessieren, ob das geht, ob man eine Kiste beklauen kann. Würde ich nämlich gerne ein Scharfschützengewehr und das Tarnen haben. Ah, es geht sogar. Ja, und genau die Sachen, die ich nicht haben wollte, habe ich bekommen. Ich habe noch nie Kamikaze eingesetzt, das ist aber auch useless. Wow, das ist ja stark. Er hat ja noch sein Sniper-Gewehr, sein Messer und Diebstahl und Tarn. Also, nee, das Messer hat er ja gar nicht. Sniper-Gewehr, Diebstahl und Tarn. Ja. Wumms dich! Sicher, Schätzchen! So, was hast du noch? Du hast noch einmal TNT und noch einmal eine Splittergranate. Ich laufe jetzt mal so rum und das habt ihr gerade gar nicht gehört. So. Es zieht sich gerade ein bisschen hier, dieses Level. Ich mag es aber auch nicht. Ich find's cool, dass die Schuhe immer da stehen bleiben. So richtig schön ausgebrannt und ausgefranst. Ja. Und ich spiele gerade für euch, obwohl ich morgen meine Abschlussprüfung halte. Aber ich weiß nicht. Ich bin vorbereitet. Nicht, eigentlich nicht. Aber ich bin relativ sicher, dass ich das gut machen werde. Ja. Ist das ein Gegner? Ah, das ist ein Gegner. Ich wollte gerade an ihm vorbeilaufen. Ja, war noch 5 HP. Liebes Grüße aus Newport. Eindeutig, ich habe da einen Fehler gemacht und deswegen kriegen wir beide jetzt ordentlich Schaden. Hauptsache, du nimmst den Zandorsch nicht mit. Thank you.
da, da, da. Kann sich auch tarnen, würde mich auch freuen. Einmal Platte putzen! So. Es kommt wieder mal unser. Du bist ja ein richtiges Kampfschwein, mein Junge! Weiter so! Lass ihn das nicht gehört haben, der wird schon wieder einen Kill machen. Das geht ja gar nicht. Hallo? Hi, Lea. Eine Granate oder sowas. Das wird nichts. Das sage ich euch jetzt schon mal, weil der Schuss fällt. Oder fallen wird. Deswegen schieße ich extra mal ein kleines Tickchen höher. So. Ziel erfasst! Feuer! Und der Schuss ist nicht gefallen. Yay! Hooray! Sag ich dann nur hier. Neues Nasenloch gefällig? Und dadurch muss unser Furbit sterben. Unser Beta-Gott, oh meinte ich. Sorry. Scheiße! Wie bitte? Kriegt Xenloch LP mal seinen ersten Kill. Oder, also in dieser Runde, glaube ich. Waffe hoch, Hände weg. Dumm. Das haben wir total unnötig verloren. Naja, kann man nicht ändern. Zwei sind verletzt, wie man sieht, Divi und ach, die beiden Sprenger, genau. Naja, komm vor, hast ein Flugzeug. Noch jemand ein Schaschlik? General verwurstet Gegner. Ja. Das war's für heute. Ich bin der Chili Hot Dog. Ihr seid meine Fans. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.